Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und ja, was ihr hier seht, ist ein kleiner Raid. Wir wurden spontan eingeladen zu einem Raid von Sabba Chills und du bist glaube ich noch dabei. Sabba Chills und die Raiden zusammen mit den Praetorians. Wir haben uns ein bisschen bei denen eingeschleimt. Dürfen jetzt ab und zu mal bei denen zugucken, wie die Raiden. Vielleicht lernen wir etwas. Haben oben. Ui, wo schießt denn der hin? Die haben oben kleine Gefängnisse gemacht. Da ist ihr Beast, das ist ein Moser, übertrieben heftig gebaut. Also aus dem Stream kennen die Leute den, hat schon einige Kämpfe für sie gewonnen. Alles Mögliche drauf, Miniguns, große Guns, manuelle Guns. Hier unten noch die Beast von Vork auf Asgard, die werden heute geradet. Müssen aufpassen, nicht dass Olympics kommt, obwohl Olympics wurde heute unfairerweise besiegt. Oh shit, Alter, die haben alle Blumen auf der linken Seite schon verloren. Was machen wir denn hier? Die Preys. Ah, die haben auch noch. Oh, die Preys haben auch eine Giraffe. Ich glaube, die haben einen Legendary Giraffensattel, deswegen laufen die mit der durch die Gegend. Kann sein, oder weil die mobiler ist. Wen haben wir hier noch? Die Preys, okay. Scheint wenig Widerstand zu sein. Scheint wenig Widerstand zu sein. Jolly Rogers, wieso auch immer, die überall die Betten haben. Ich weiß es nicht. Was haben wir da? Die Giraffe von Sabba Chills. What the fuck? Giraffe und Schildkröte. Die Schildkröte benutzen die natürlich, um zu tanken. Die Pflanzen jetzt ein bisschen defensiver geworden. Stehen auf Max Range. Normalerweise waren die immer aktiver. Also den letzten Raid, den wir im Stream gesehen haben, da haben die heftig vernichtet. Da waren aber auch die drei also die drei größten Clans sich gegenseitig am Bekriegen. Das sah schon nice aus. Und jetzt, ja, jetzt versuchen die mit den Miniguns, mit der Giraffe, die Giraffe schon halb down, also sogar ziemlich down, wie man sieht. Ordentlich am Bluten. Schießen jetzt den Bronto ab. Der 166er Bronto, wahrscheinlich alles auf Live geskillt. Ist das ein Heal? Ich glaube, ein Heal Potion ist drin. Bei der Schildkröte, die wird leicht geheilt. Miniguns ballern durch, wahrscheinlich komplett voll. Oh, da geht der Bronto down. 166er ist zu verkraften, ist jetzt nicht so hoch. Die ganzen Low-Dinos, also scheint nicht allzu großer Clan zu sein, der hier weggeradet wird. Hier vorne noch ein Beast. Auf dem Server ist das ja verboten, so zu machen, sag ich mal, so einzubauen, dass man sich vom Quetzal nicht grabben lässt. Die haben jetzt das fragwürdig gemacht. Die haben da vier Stacheln oben drauf gebaut, aber der Vater ist jetzt komplett frei. Also ein Petra oder so sollte den bekommen. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier noch so abgeht. Aber schon schwer Widerstand, oder die haben stark Widerstand geleistet. Also ich meine, die Base ist jetzt mega klein, es ist jetzt kein großer Raid, was wir sehen. Aber sie haben doch schon was da. Sie haben doch schon was da. Paar Turrets sind noch da. Wahrscheinlich auch ein Offline-Raid. Also so wie es aussieht, ist es ein Offline-Raid. Kommt auch keiner zu Hilfe. Oh, wenn die Giraffe stirbt, wäre das böse. Das wäre böse, wenn die Giraffe stirbt. Da sind 2, 4, 6, 8 Turrets drauf. Wir bräuchten auch so. Ich glaube, die haben Legendary Sattel, deswegen gehen die mit der Giraffe so weit vor. Oh, da reitet einer durch die Gegend noch. Ark of Asgard ist eine abgehauen mit dem Wolf. Ist weggeflutscht. Die haben als Mauer benutzen die diese. Okay, die benutzen als Mauer diese Torbögen. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wir haben das mit dreifach. Also ich kann euch mal nachher mal unsere Base zeigen. Wir haben jetzt einige neue Basen gebaut. Ah, guck mal, da sind sogar die ganzen Leichen. Wir haben wahrscheinlich jetzt noch. Oh, okay, die Geschütze schießen noch. Die Geschütze schießen noch. Schießen auf den Quetzal. Der wird auch geheilt. Ist das dieser Heal? Ich bin mir nicht sicher, ob das dieser Heal ist oder nicht. Da hinten auch nochmal. Okay, die machen die kaputt. Anscheinend darf man die so nicht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man das so haben darf oder nicht. Ich weiß auch nicht, wieso der das jetzt kaputt macht. Ich würde aber schon sagen, dass es das nicht erlaubt ist. So. Würde aber, denke ich, beim Raid hier nichts ändern. Also, Bronto ist down. Giraffe ist down. Sieht aus wie noch ein Bronto. Zwei Brontos. Verteidigung steht noch ein bisschen. Ha, also, was heißt ein bisschen, ne? Zwei Pflanzen. Eine Reihe haben die kaputt gemacht. Mal gucken, mal gucken. Wir mischen uns nicht ein. Wir greifen nur an. Oben ist unser Vogel. Oh,
Oh. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Ah, wir bleiben erstmal hier. Go on the left to go up, man. Okay, thanks. If you go from... Thanks. Okay. Der hilft uns. Wir gucken mal, ob hier oben schon Gefangene sind. Hier sind die Käfige, die sie raiden. Und damit die Leute nicht respawnen, werden die natürlich gefangen genommen, ne? Da haben die dann Beschützer, haben hier... Okay, das ist noch Katapult, da werden die später, falls die mal zum Beispiel in der Höhle oder so, nicht weiterkommen. Und ihr wisst ja, Munition wird abgeschossen, das ist schon nice. Also, sie raiden hier auf dem Server auf einem ganz anderen Stil, als wir es kennen. Hier der Beschützer, okay, hat jetzt nichts zu verlieren. Ich lasse mal meinen Vogel hier stehen, ich denke, der ist hier ganz sicher. Wir laufen nochmal nach unten, gucken uns das nochmal an. Also, das ist schon nice und... Ich hoffe, wir werden demnächst auch mal so raiden mit unserer Truppe. Ich kann euch, also in einer der nächsten Videos wird definitiv die Base vorgestellt. Wir haben jetzt eine neue Base, wir haben die alte Base. Das wird übernice. Prates, aber die verlieren schon gut live. Haben den Biber leider getötet. Ah, ich bin ja nicht so der Freund von Biber töten. Oh. Tribe rules if you... Bla 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 if you... Kann man nicht lesen, was heißt das Wort? Das kann ich nicht lesen. If you, the dinos, use, nein. Whistle, if you whistle the dinos, you, no taking many, keine Ahnung, was man da, muss man da halt eingehen, um das zu sehen. Okay, die machen jetzt nach und nach alles kaputt, Können wir gucken, ob wir so ein kleines Bett machen können. Wie heißt das, Schlafsack? Schlafsack haben wir jetzt nicht. Fasern. Schade, keine Fasern. Kann man hier irgendwo abernten? Und nichts mit, ne? Da unten ist was. Moment, ich gehe mir eben hier unten was abernten. Nehmen wir mal mit. Wir sind nebenbei. Wir wurden am Anfang nur weggeradet. Oh, was ist denn hier für einer? Tut mir leid, dich will ich nicht. Ich will nur hier ein bisschen ernten. Komm zu mir, Muckmuck. Muckmuck ist mein kleiner Begleiter. Jetzt können wir uns ein paar Schlafsäcke machen. Das ist nämlich auch mal ganz schön, wenn man Respawn-Punkt hat. Wo bist du? Leider ist er so schnell, ich komme nicht an den dran. Auf Vollgeschwindigkeit geskillt. Mein Main-Vogel habe ich leider verloren. Der wurde von Scuba auch von denselben Leuten abgeknallt. Wir machen so immer ein paar Späßchen, ne? Und da gibt es noch einen, der heißt Scuba. King Heil Scuba, sagt er immer. Und da hat er aus Spaß meinen Dino abgeknallt. Naja. Ich nehm's nicht böse, also. Wir haben genug da. Irgendwann knall ich auch seinen ab. So, den lassen wir mal hier stehen. Packen das hier. Wo packt man das hier hin? Wir machen nochmal eben so. Ich lass mal hier einen Respawn-Punkt, ja? Also, falls ich sterben sollte, weil ich bin ja... Ne, ich bin als Zuschauer da, aber... Oh Gott. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Genau deswegen mache ich mir zum Beispiel dann einen Schlafsack. Kann ich hier hoch? Bitte sag ich. Kann da hoch. Nein, kann ich nicht. Durch die Wand kriege ich meinen Vogel natürlich auch nicht. Okay, genau das meine ich. Oh shit. Nicht nach unten. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Ich könnte in einer Seite mit dem Fallschirm weg. Muss ich sogar. Boah, ich hab's geschafft. Hallo. Oh, thanks, man. I'm gonna bring you back to... Thanks. Der hilft dann hier sogar. Okay, ich muss besser aufpassen hier. Ich will das Ganze sehen, deswegen gehe ich ein bisschen näher dran. Jetzt haben alle Pixeln geladen. Wir könnten auch von hier oben zugucken. Wir scheinen jetzt da gelandet zu sein. Die scheinen schon safe zu sein. Sabbath Chills. Genau, Sabbath Chills und Praise, die greifen beide an. Da ist die Tür offen. Semi-Tür ist offen. Guck mal, kämpfen die noch? Nee, scheint kein Widerstand mehr zu sein. Ich denke, Asgard ist abgehauen.
Und hier noch ein bisschen. Fernglas durch. Schnell noch das hier machen. So, und jetzt gucken wir den mal zu. Was haben die noch so Schönes? Also jetzt werden noch die Dinos gekillt, also. Ist ja auf dem Server Standard, dass man die Dinos killt. Wurde bei uns auch so gemacht. Wir wurden, auch als wir angefangen haben, wir wurden 5-mal in Folge getötet. Also wirklich, so, das war 3 Tage. Das war nicht 5-mal in Folge getötet, sondern wirklich komplett ausgelöscht. Also Basework wurde kaputt gemacht, alle Dinos, alles, was wir hatten. Aber, ja, wir waren hartnäckig, immer tapfer. Und inzwischen sind wir ziemlich gut dabei. Also ich würde sagen, wir gehören inzwischen sogar zu den vielleicht Top 7 stärksten Clans. Vielleicht sogar Top 5. Nein, sagen wir Top 7. Wir haben noch einen Ankylo. Also ich würde... Ach, die scheinen aber nicht so high zu sein. Oh, Vargs. Da laufen die. Die Vargs of Asgard. Da laufen die. Da läuft der mit der kleinen Dilo-Armee. Und versucht nochmal einzugreifen. Und sogar mit dem Affen. Die kämpfen sogar mit dem Affen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Und die Dilo-Armee hinterher. Na, ah, okay. Schade für Varg, ne? Schade, dass sie angegriffen werden. Aber die sind halt mit Leuten, oder die haben sich in Kämpfe eingemischt. Oh nein, da werden die abgeschlachtet. Da werden die... Nein! No, stop it! Stop it, guys! Stop it! Hör auf! Da werden die abgeschlachtet, die kleinen Dinos. Der kleine Türkenkreis. Sogar mit Sniper und allem. Und Schild und Schwert. Alle geben... Ja, okay. Das war ja letzte Verzweiflung. Ich hätte vielleicht versucht, noch alles zu retten. Vor allem den Ankylo muss nicht sein, dass er stirbt. Walk of Asgard. Oh, shit, Alter. Alpha Turtle. Die haben eine schöne Alpha Turtle. Sehr, sehr stark. Vor allem diesen rot angemalt. Da sieht man nicht die Farbe des Blutes. Aber. Gott, sieht der schwul aus mit dem Helm. So eine Badekappe hat er an. Okay, die kämpfen jetzt gegen die Turtle. Diese Turtles werden benutzt, um einfach die Turrets und die Pflanzen wegzutanken. Aber holy shit, das Ding hält schon einiges aus. Wie viel HP, wie viel Armor vor allem das wohl hat. Können die nicht einfach hochgrabben und wegbringen? Ah, ich glaube, das versucht er. Ich glaube, der versucht das sogar gerade. Oder? Ich würde die einfach weggraben, irgendwo weg hinbringen. 222 Schildkröte, shit. Oder die wollen den Armor. Vielleicht ist es ein Mastercraft Armor. Also der Sattel. Schade, Ankylo ist tot. Die Base lassen die erstmal komplett in Ruhe. Haben jetzt fast alle Pflanzen getötet. Sind noch einige Pflanzen da, aber viele sind es nicht. Holy Mamoli. Und Walks of Asgard, wieso die angegriffen werden, weiß ich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, die haben sich bei Kämpfen eingemischt. Gestern haben die beiden Clans, also Silver Shields und Praetorians, haben gestern oder vorgestern, also für euch ist es ein bisschen länger her, da haben wir gestreamt, da haben wir live nachts, haben die jemanden geradet, und zwar die Rubber Bandits. Und da haben sich Walks of Asgard eingemischt, als sie schon gewonnen, also fast quasi gewonnen hatten. Die hatten fast alle, die hatten fast alle dort schon... Oh Gott, Alter, da springen die aber alles so. Die hatten schon fast alle gefangen genommen, konnten fast in die Base rein, sind noch nicht durchgekommen, weil da die ganzen Pflanzen waren und so, ne? Das war in so einem Dungeon. Dann kam aber später nach Olympus und vorher war Wards of Asgard da und hat die... Ich glaube, die Leute, die gefangen genommen haben, aus dem Käfig haben die weggesprengt mit Bazookas. Somit konnten die respawnen, dann weiterkämpfen. Ja, und das ist, glaube ich, die Rache. Wenn man sich so in Kriege von anderen einmischt, ne, dann muss man natürlich mit dem, mit der Antwort rechnen. Der Typ, das ist Boomshock, Boom Headshot. Das, nice guy. Der Typ ist ein nice guy. Okay, die haben das jetzt entfernt. Jetzt hat er auf dem Dach keiner mehr. Ich glaube, das war auch zu OP, wenn er auf dem Dach die Dinge hat. Ich glaube, das wäre zu OP gewesen. Ja, Olympus wird ihnen jetzt wahrscheinlich nicht helfen. Olympus wurde heute unfairmäßig ausgelöscht, kann man sagen. Die haben zwar ein paar Sachen wiederbekommen, aber Olympus hatte sich ja mit... Mit wem hatten die sich? Mit den Rubber Bandits und mit... Wem haben die sich noch verbündet? Mit SWAT? Und SWAT hat aber gar nicht vor, dieses Bündnis einzugehen. Haben die gemacht, haben alle zu dritt in eine Höhle gebaut und SWAT ganz hinten, ne? Und hat die dann von hinten ausgelöscht. Also ist ein bisschen unfairmäßig, aber was soll's...
Ich meine, wenn man zusammen baut, ne, wenn man eine Allianz macht, kann es natürlich passieren, dass es so in, sag ich mal, so einem Dilemma endet. Ist schade für Olympus und Rubber Bandits, aber Sword hat auch den Bann bekommen dafür. Also da steht in den Serverregeln kein, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Kein Inside-Raiding nennt man das, glaube ich. Dass man sich so eine Allianz einschleimt und dann von innen alles kaputt macht. Oh Gott, die sind fast down. Also wenn jetzt Olympus kommen würde oder so, oder wenn andere Ricker-Clan, dann wird es gar nicht mehr so gut für die aussehen. Holy shit, Alter, das Viech ist so brutal. Das ist einfach brutal. Davor haben, also das ist, glaube ich, die Geheimwaffe von Sabert Shields. Die haben bisher jeden Kampf, den wir gesehen haben, haben die mit dem Moser gewonnen. Hier gewinnen die den, ich weiß nicht, ob. Ich habe leider den Anfang nicht verpasst. Also mir wird gesagt, die sind am Kämpfen. Da, ne? Da habt ihr gesehen, wann ich eingestiegen bin. Ich habe sofort die Capture, das Capture abgemacht. Aber leider mal den Anfang nicht mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die vorher sich noch gewehrt haben, dass da Kämpfe waren. Leider nichts mitbekommen. Haben die noch was? Die haben nur noch Wände. Haben jetzt ein bisschen aufgesprengt. Sprengen wahrscheinlich von der anderen Seite nochmal was auf. Ich könnte versuchen, mal reinzugehen. Also ich könnte mal versuchen, ein bisschen näher zu gehen. Mit dem Adler. Ob das was wird, weiß ich nicht. Haben aber auch eine sehr gute Position sich ausgewählt am Sumpf. Ich habe hier schon sau oft gefarmt und ich habe die noch nicht einmal gesehen. Ich glaube nicht, dass sie so lange hier bauen. Dann Bett zum Respawn, auch sehr schön immer, ne? Man braucht Betten zum Respawn, ganz, ganz wichtig. Aber die wurden auch schon gut angegriffen. Die wurden auch schon gut angegriffen. Lassen die Dinos stehen, also theoretischerweise, wenn die geradet werden und Verbündete kommen, könnten die von hinten deren Dinos töten. Da sind Italiener, ne? Der Italian Job sieht man schon, also die Gilde Praetorian sind Italiener anscheinend. Haben, glaube ich, auch ein paar US-Leute dabei. Ist ein US-Server, läuft super flüssig. Also, was heißt super flüssig? Im Gegensatz zu allen anderen ARK-Servern läuft er super flüssig. War eine gute Entscheidung gewesen, den Server zu wechseln. So, pass auf, ich werde jetzt mal. Oh. Die Giraffe, pass auf, ich werde mal hochgehen. Mal hochgehen und. Ja, hat geklappt. Und den Adler holen. Ich versuche mich mal ein bisschen zu nähern. Haben wir hier einen Gefangenen? Wir haben keinen Gefangenen gemacht. Wir haben schön alles vorbereitet, also die werden dann ohnmächtig. Oh doch, die haben da eingefangen. Aber der scheint ausgelockt, Inventar halten. Verfällt in. Ne, der ist tot. Wieso ist denn der tot? Haben nur ein. Oh doch, die haben alle gefangen gemacht. Die haben alle gefangen genommen. Das ist noch einer, also ging schon länger der Fight. Zwei Gefangene haben wir aber erst so spät gesehen, ne? Mehr nicht. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Okay. Also, das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Hier das Vieh von denen. Okay. Wir haben ja auch so einen Quetzal. Unser ist sogar ein bisschen besser als der hier. Hat nur keine Balliste. Balliste braucht man unbedingt. Falls einfach zu viele Pflanzen und Türme da sind. Die Pflanzen kann man mit den Ballistern abschießen. Denn die Ballistergeschosse werden nicht geblockt. Werden nicht von den. Von welchen Dingern geblockt? Die werden nicht von den Geschützen abgeschossen oder von den Pflanzen. Weil normalerweise werden ja die Projektile, Bazooka-Projektile oder Granaten abgeschossen. Okay, die haben sich jetzt hier einen Eingang reingehauen, werden natürlich alles looten. Eine Base mit Doppelwand-Base, okay. Würde ich auch empfehlen, wenn man außerhalb baut, also nicht in einem Dungeon, würde ich empfehlen, mehrere Wände zu machen, damit die Leute immer wieder und immer wieder aufspringen müssen, um damit die so viel wie es geht nur. Ja, damit die so viel wie es geht Verlust. Was heißt Verlust machen, ne? Nicht Verlust machen, aber. Damit die so viel wie es geht. Oh, wir hatten nicht da beschossen. Nicht mich beschießen, Geist. Ich bin nur der Zuschauer, ich bin die Presse. Das Viech, ne? Also, schon böse, schon böse. Looten jetzt alles in den Moser rein und dann. Also das Viech, ne? Davor. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Wir haben zum Glück außerhalb des Wassers. Selbst wenn wir einfach mal schlecht mit ihnen sind, werden wir außerhalb des Wassers sein und. Ich geh nicht davon aus, dass wir dann in irgendeiner Weise diesem Moser begegnen werden. Die haben gar keine Munition mehr, ne? Also,
Schön geflogen. Da die ganzen Leichen, überall Leichen. Halten, glaube ich, 10 Minuten, 15 Minuten. Da wurde auch der Bronto abgebaut. Die nehmen die Sattel gar nicht mit, ne? Können wir mal gleich gucken, ob wir vielleicht einen besseren Sattel finden. Also. Ah, die können die gar nicht mitnehmen wegen den Pflanzen. Die Pflanzen stehen da noch. Ah, die sind weggeflogen, okay. Also das war der Raid. Das war der Raid, Leute. Haut rein. War nice anzusehen. Leider ein bisschen zu spät. Nächstes Mal versuche ich das ein bisschen schneller zu machen. Oh, die haben da noch ein Geschütz, aber wahrscheinlich alles leer. Wir versuchen nächstes Mal ein bisschen schneller zu sein. Wir haben so ein. Ja, ich hab. Wir verstehen uns ziemlich gut mit denen. Wie gesagt, die sagen uns mal Bescheid, wenn die jemanden raiden. Bleibt natürlich unter uns. Ich werde es den Leuten nicht verwarnen oder das abusen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Video kommt unsere Base. Peace and out.